Wenn dieses Video bei euch erscheint, ist es gleich Lead Time. Mein Name ist Harden und heute spielen wir Torchlight Frontiers weiter. Und zwar genau an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Runter ins nächste Level. Ach ja. Diese Ladebildschirme. Also, ich hoffe, wir werden irgendwann mal gute Freunde. Aber so richtig nicht. Es gab ja mal für die PlayStation 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Spiel, ich habe den Namen vergessen. Die haben das richtig gemacht. Die hatten auch lange Ladebildschirme. Die hatten aber Minigames in den Ladebildschirmen. Das war interessant von der Idee her. Ich meine, das wäre natürlich auch eine Lösung. Das Problem ist, die Ladebildschirme interessant zu gestalten, obwohl... Aus meiner Sicht wäre das nur die halbe Lösung, ehrlicherweise. Also die volle Lösung bleibt für mich, die Ladebildschirme zu verkürzen. Aber wie gesagt, fairerweise, man muss es immer wieder sagen, wir sind hier noch in der Alpha. Und schaut mal, wie viel schönes Loot ich hier schon finde. Wie flüssig sich das spielt, wenn ich kämpfe. Da ruckelt nichts. Das ist kein komisches Early Access. Das ist eine echte Alpha, wo sich jemand schon Gedanken gemacht hat. Dass der Goldstatus schon gar nicht mehr weit. Naja, okay. Gar nicht mehr so weit, sagen wir es mal so. Ja. Nihihi. Nuhuhu. Ich find's so lustig. Folge mir! Also was auch immer, diese Questbelohnung, die man hier bekommt, ne? Die ist schon ganz schön episch gewesen. Ich hoffe ja, sie lassen sich noch was ähnliches einfallen wie bei Diablo 2, bei Diablo 3. Mit den Gegenständen, die man hier findet. Ich meine, klar, ich krieg dafür Gold, aber wie gesagt, mein Problem ist ja, dass ich zurzeit noch nicht so richtig sehen kann, was ich mit diesem Gold dann anfange. Knochenbogenschützen, ne? Die machen das Ganze schon nochmal etwas komplizierter. Ist ja gar nicht schlecht. Ich meine, das wäre ja auch sonst echt. Also nur Nahkämpfer als Gegner, das wäre schon wirklich sehr leicht. Ach ja. Okay, wir haben mehr Stärke, na denn. Wow, meine Reliktwaffe ist schon wieder gelevelt. Levelt immer ein bisschen vor mir. Oder ganz kurz nach mir. Das heißt, die müsste eigentlich schon vom Level viel weiter sein. Da müssen wir mal gleich mal gucken, was die für ein Level hat. Das würde mich echt ernsthaft mal interessieren. Aber aktuell bin ich noch dabei, einfach mal meinen Buff hier auszunutzen. La la la. Und etwas Ressourcen looten. Uhu. Ja. Na. Okay. Bleib einfach da, wo du bist. Tot. So. Nur weil ich jetzt... Okay. Der große Dicke hier, der stört. So, in der Zeit, wie die hier kämpfen, kann ich mal in mein Inventar gucken. Seltener Streitkolben.
Ah, es ist eine Einhandwaffe. Dafür ist es sehr gut. Andererseits, der magische Streitkolben ist schon besser. Das ist ja blöd. Also ich meine, ich sehe einfach gar keinen Sinn dahinter. Nee. So schön, wenn meine Tierchen schon wissen und meine Begleiter schon wissen. Das ist eine Mimikrie. Lass sie mich abschießen, bitte, bitte. Und ich mir denke so, nö. Ach ja. Ja, vergiften wir dich. Yeah. Okay, wir halten an. Wir sollen zum zeremoniellen Abgrund. So, und nebenbei töten wir noch ein paar Goblins. Ihr haltet ja auch gar nichts mehr aus, ne? Huhu. Okay. Wurde eigentlich mein Pet zwischendurch erlegt? Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ach ja, schön. Und ein bisschen Zinn. Ah, oh, sehr gut. Und immer mal wieder Spezialmaterial. Na denn, komm mal hergefahren. Na, bleib stehen. Bleib so stehen. Frech einfach weglaufen. So, wir haben hier noch einen wunderschönen Fertigkeitenpunkt bekommen. Und da den packen wir doch mal gleich da rein. Und im Inventar, jetzt müssen wir mal gucken. 19. 427. Alter, Alter. Ich meine, klar. Ist mir schon klar, dass es hier. Ist natürlich bewusst, dass das eine sehr besondere Waffe ist und so weiter, aber das ist schon echt krass. Also ich bin echt gespannt,
Wenn die auch noch Skilltrees bekommen, ne? Also das würde echt richtig krass. Das sieht danach aus, als ob das irgendwie mal geplant ist, ne? Ich meine, sie teasen ja, soweit sie können. Immer wieder dieser Skilltree, der noch ist. Und ein fürs Pet. Das wäre so lustig, wenn die Pet-Klasse, also wenn das Pet unterschiedliche, also natürlich nicht von der Farbe her, ne? Also dass ein brauner Hund keine andere Skills haben soll als ein. Als ein blonder Hund, ist mir schon klar, aber. Hallo. Ach ja, sterb doch mal übrigens. Okay. Jawollo. So, und dann sammeln wir das noch ein. Ach ja. Na gut. So. Müssen jetzt auch nicht jedem Material hinterherrennen. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Jetzt muss es sterben. Hallo? Na, supi. Ach, da ist noch Gold. Ich finde, das könnten die Pets aber auch machen. Gold einsammeln und Ressourcen. Also damit würden sie sich, glaube ich, noch einen großen Gefallen tun. Also mir einen großen Gefallen tun, sagen wir es mal so. Weil der Vorteil wäre halt, dass ich dann nicht hinterherrennen muss und ich werde dann mehr dafür belohnt, dass ich das kaputt mache. Jetzt ist so, wenn ich es nicht einsammle, dann habe ich es halt auch umsonst kaputt gemacht. Na, und da, zum Beispiel. Jetzt habe ich da einen Haufen bewusst liegen lassen. Damit ihr das mal seht. Das Pet sammelt es halt nicht ein, ne? Gucken wir noch mal. Zeremonieller Abgrund. Oh. Oh, gibt's ein Video? Oh, hier gibt's wieder ein Video. Kristalle. Und ein riesiges Schweinchen. Starkzahn, Netherrealm Sklave. Okay. Ich bin mal auch gespannt, wie sich im Laufe der Zeit, ich meine, das wird sich jetzt noch nicht zeigen, aber die Story. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal eine andere Nummer als die anderen. Das finde ich ja schon mal gar nicht so schlecht.
Alter Scheiße. Hier musst du echt ganz schön aufpassen. Oh je, wow. Also ich meine, da kann sich mal der... Wie heißt der gleich? Der Schlachter von Diablo 3 eins abgucken. Oh je, wir gehen die Tränke aus, ach du Scheiße. Okay. Okay. Okay, ich bin hochkonzentriert. Ich habe nicht mehr so viele Tränke. Jetzt bin ich Leistung, nicht hochkonzentriert zu sein. Aber er ist fast tot. Ja! Ja! Wuhu! Nein, 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 nein. Das hatten wir schon mal. Erst die Truhe aufmachen. Und dann ein Heiltrank. Ich meine, jetzt ist nicht mehr so wichtig, aber boah, war das gerade. Also, das war clever. Allerdings hat mich doch vieles von den Mechaniken in eine downgegradete Variante von Diablo, ist Diablo 2 erinnert. Also ich meine, diese Feuermarakel, die immer mal aufgetreten sind, Monster, die aufgetaucht sind. Ich fand's cool, dass er diese zwei Phasen hat. Das haben sie ganz schön gemacht. Das ist mal eine nette Idee für ein Zwei-Phasen-Modell, aber jetzt auch nicht komplett neu. Diese Monstermassen, die aufgetaucht sind, waren ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür Erfahrungspunkte bekommen habe. Ich glaube nicht. Wäre jetzt aber auch nicht mein wichtigstes Ziel gewesen. Und dann gucken wir mal, was wir hier so haben. So, also erstmal haben wir hier was zum Zerstören. Genau so, also. Ja, nett, brauche ich. Ja. Lassen wir das mal so. Ich habe eine Motte bei mir in der Wohnung. Nicht so schön. Feuerverteidigung und wieder draußen. Okay. Ich habe wahrscheinlich das Licht gesehen und ist dahin geflogen. Na gut, okay. Feuerverteidigung. Goblin-Verteidigung ist halt gegen. Was ist der Unterschied zwischen. Also Feuerverteidigung müsste ja nur gegen Feuer sein. So. Goblin-Verteidigung müsste ja gegen alles sein. Also müssten diese Handschuhe 30 Goblin-Verteidigung haben plus 30. Hm. Ja. Tauschen wir das mal aus. So, was haben wir denn hier? Magischer Stab. Mhm, es kommt näher. Es kommt dem Ganzen näher. Aber noch nicht so richtig nah. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, 25% erhöhtes Angriffstempo klingt schon geil. Andererseits. Ist halt. Naja, was ist Goblin-Verteidigung? Hm. Mir fehlt hier irgendwie so eine Charakterübersicht, so eine richtige. Ne, wo alle Rüstungswerte und sowas. Ja, das habe ich verstanden. Das habe ich alles verstanden.
Das, was ich zum Beispiel doof finde an diesem System, ich muss ja darin investieren, um hier weitermachen zu können. So. Werft eine Sprengladung aus, die 50% Waffenschaden verursacht und alle Gegner im Wirkungsbereich 6 Sekunden lang. Mehr Schaden erleiden lässt. Das ist natürlich cool in Kombination mit meinem Zug. Ruft den Geist eines uralten Zugs herbei. Dieser verursacht auf seinem Weg 200% Waffenschaden und stößt Gegner zurück. Auch nett. Das kostet mich halt 2 Ausdauer, 2 Ausdauer, eine Ladung. Wirbelt euren Hammer umher und verursacht 100% Waffenschaden, stößt eure Gegner zurück. Und ja, hier kommen noch 3 Skills dazu und hier kommen noch 2 Skills dazu. Das ist zwar nett, aber das ist jetzt auch noch nicht. Naja, es ist okay. Es ist okay. So. Und ich würde sagen, genauso okay wie das ist, ist es okay, dass wir jetzt an dieser Stelle das Let's Play wieder beenden. Ich hoffe, ihr habt genau aufgepasst, denn dieser Endgegner ist gar nicht mal so leicht dafür, dass er so früh im Spiel auftaucht. Nehmt einen Haufen Tränke mit, bevor ihr in die schimmernde Grotte geht. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal online sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und auf Wiedersehen. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Hadden.